Ach Mensch, so ein tolles Buch ist doch echt was Herrliches. Und wenn man so richtig schön in eine Geschichte abtauchen kann, dann wird aus so einer schlichten Leseecke schnell mal eine mittelalterliche Stadt oder vielleicht auch ein ferner Planet, wenn nicht sogar das viktorianische England oder auch sehr beliebt eine Zaubereischule. Videospiele haben es dann nicht ganz so einfach, diesen Effekt hervorzuzaubern, dass sich das Bild in der Fantasie darstellen muss. Denn schließlich sieht und hört man ja alles, was der Macher rüberbringen will. Dann gibt es aber trotzdem einzelne kleine Videospiele, die auch das ganz gut hinbekommen haben. Und da schauen wir jetzt mal rein. Das Adventure-Genre hat seit seiner Geburt einen weiten und holprigen Weg beschritten. Seitdem Roberta und Ken Williams mit Mystery House für den Apple II zum ersten Mal ein populäres Text-Adventure mit grafischer Anzeige auf den Markt gebracht haben, hat es sich Stück für Stück verändert und stetig weiterentwickelt. Vom reinen Textparser über eine Kombination aus grafischer Darstellung und Textparser bis hin zur heutzutage populären reinen Maussteuerung, bei der ich mich persönlich am heimischsten fühle. Doch das geschah alles nach dem Text-Adventure. Was war eigentlich davor? Das Text-Adventure war nicht unbedingt eine Originalidee, die einfach so aus dem Nichts entstanden ist. Denn seit den 60er Jahren gab es sogenannte Spielebücher, wie beispielsweise das hier, Inseln der 1000 Gefahren. In diesen Büchern liest man jeweils ein Kapitel, kann dann eine bestimmte Entscheidung treffen und abhängig von der getroffenen Entscheidung setzt man die Story in einem bestimmten anderen Kapitel fort. So entfaltet sich über das Buch eine Art interaktive Geschichte. Und dieser Grundgedanke, Gelesenes mit Interaktion zu verbinden, hat schlussendlich den Grundstein für das Text-Adventure-Genre gelegt. Aber denken wir doch mal in die andere Richtung. Was, wenn die Macher eines Adventures sagen, wir lassen den Textparser zwar weg und verlassen uns auf Maussteuerung plus vorgegebene Aktionsmöglichkeiten, das Abenteuer selbst bauen wir aber wieder eher textlastig auf. Dann kommt dabei möglicherweise ein Spiel heraus wie das 1992 vom Hannoveraner Studio Avantgardistic Arts für den C64 herausgebrachte Spiel Soul Crystal. Weil ich aber nie einen C64 besessen habe, schauen wir uns die Adaption für MS-DOS an. Das ist nämlich auch die Version, die ich früher schon immer gespielt habe. Dave ist 17 Jahre alt und hat die Schnauze voll davon, dass seine Eltern ihn noch immer wie ein kleines Kind behandeln. Dave will die weite Welt sehen oder zumindest mal ohne seine peinlichen Erzeuger einen gemütlichen Urlaub verbringen. Und so reist Dave auf eigene Faust in einen abgelegenen Teil Schottlands. Kaum sind die letzten Gedanken an seine weinende Mutter verblasst, steht Dave auch schon vor einem kleinen, lauschigen Hotel am Rande eines fürstlichen Bergsees. Und hier beginnt Dave zu ahnen, dass es ganz schön schwierig werden könnte, sich allein durch diese neue Welt zu bewegen. Denn bis die Menüführung in Fleisch und Blut übergeht, zieht einige Zeit ins Land. Uns stehen nämlich sage und schreibe 23 Interaktionsverben zur Verfügung, unterteilt in 4 Submenüs, darunter große Kracher wie grabe und befestige, sogar warte. Getrennt von öffne und schließe gibt es sogar entriegle und verriegle. Während das klassische Benutze, im Sinne davon Gegenstände zu kombinieren, mit Wende umgesetzt wurde. Ihr versteht? Wende Schlüssel auf Schloss. Wobei das nicht funktionieren würde, denn richtig wäre ja entriegle Schloss mit Schlüssel. Also es gibt zahlreiche Verben, die man nur ein- oder zweimal im ganzen Spiel benötigt und die sich genauso gut mit anderen Verben hätten zusammenlegen lassen. Generell glaube ich, das Spiel wäre gut mit 8 verschiedenen Arten der Interaktion ausgekommen. Man könnte jetzt sagen, dass das grausames Game Design ist, aber vielleicht haben sich die Macher auch einfach gedacht, hey, bieten wir dem Spieler doch einfach mal ausreichende Alternativen an, damit er ein bisschen was zum Rumprobieren hat. Auch wenn dabei haufenweise Handlungen nicht funktionieren werden. Richtig nett sind auf jeden Fall 2 Verben. Über Ausgänge kann man sich anzeigen lassen, in welchen Richtungen Dave weitergehen kann. Mit Umgebung bekommt man nochmal die ausführliche Zusammenfassung der Umgebung geschildert, die sonst nur beim ersten Betreten eines Raumes verlesen werden würde.
Und habt ihr gemerkt, dass ich nun gerade zwei Substantive mit Verben gleichgesetzt habe? Tja. Das Gameplay mag insgesamt ein wenig verkrampft wirken und großer Gott, das ist es auch. Aber man muss sich vor Augen halten, dass dieses Spiel eine Zwischenstufe zwischen Text- und Grafik-Adventure markiert. Beim Textparser hätte ich theoretisch unendliche Möglichkeiten, meinen Handlungswunsch zu beschreiben, und bei vielen Text-Adventures war noch nicht einmal dokumentiert, welche Möglichkeiten theoretisch überhaupt existieren. So erkläre zumindest ich mir, wieso die Macher so viele, ja, sind wir mal ehrlich, zu viele Möglichkeiten anbieten. Nachdem Dave sein Zimmer bezogen und sich vom örtlichen Dorfalkoholiker hat vollquasseln lassen, beschließt er, den lauen Abend bei untergehender Sonne mit einer kleinen Baderunde im See zu beschließen. Als er im kühlen Nass vor sich hinplanscht und die Idylle genießt, scheint ihn ein faszinierender Wasserfall magisch anzuziehen. Er schwimmt auf ihn zu, schwimmt durch ihn hindurch und mit einem Mal hat er das Gefühl, als wäre er nicht mehr im selben See. Ein Gefühl, welches sich umso mehr verstärkt, als er kurz darauf ans Ufer schwimmt und auf ein Einhorn trifft, welches von einem Werwolf angegriffen wird. Hier setzt die eigentliche Handlung von Soul Crystal ein. Kurz umrissen. Auf der Suche nach einer Erklärung für die aktuelle Situation sowie nach einer Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen, gerät Dave mitten hinein in das düstere Intrigenspiel des Alchemisten Myglor, welcher ein treuer Untertan des despotischen Nekromanten Zargon ist. Bevor Dave das Schloss von Zargon aufsuchen kann, muss er erst durch die Wälder mit einer hungrigen Orkfamilie, durch die Eisöde, wo König Firon herrscht, über werwolfbeladene Friedhöfe in Sümpfe voller grausamer Zombies reisen und dabei allerhand Rätsel lösen und Prüfungen bestehen. Von der Handlung will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Zwar gibt es keine großen Twists, aber wenn ich von einem storylastigen Spiel die Handlungen in allen Feinheiten vorab erklären würde, dann hättet ihr ja gar keinen Grund, dem Spiel im Nachgang mal eine Chance zu geben. Die Präsentation ist zwar schlicht, aber effektiv. Zu jedem Schauplatz sehen wir ein winziges Bild, welches eine Vermutung gibt, wie es vor Ort aussehen mag, aber dem Spieler noch immer Fantasie abverlangt, während man den einleitenden Text zur Umgebung dazu liest. Das Gimmick ist nett, aber sind wir mal ehrlich, auf mindestens jedem zweiten Bild erkennt man nicht wirklich was. Manchmal fühlt es sich sogar so an, als würde man in die uninteressantest mögliche Ecke der Umgebung starren. Manch einer würde vielleicht sagen, dass das ein Stilmittel ist. Was deutlich mehr hilft, eine gute Atmosphäre aufzubauen, ist der mehr als gelungene Soundtrack. Über die Jahre hinweg hatte ich zahlreiche Aspekte von Soul Crystal wieder vergessen. Die Musik ist keiner davon, einige Melodien sind mir seit guten 25 Jahren noch immer in Erinnerung geblieben. Bis dahin, dass ich manches Stück ab und zu vor mich hinpfeife. Da hat der gute Oliver Klever ganze Arbeit geleistet. Schade, dass er im Bereich Videospielmusik nur so kurz aktiv war, aber leider schon aufgrund des Soundtracks kann ich ein Anspielen wärmstens empfehlen. Dave musste sich mit allerhand Ungetier herumschlagen, hat sich durch finstere Wälder gekämpft, da sieht er endlich, wie sich bedrohlich Zargons Schloss am Horizont erhebt. Er ist noch immer fest entschlossen, der strahlende Held zu sein, der dem unterjochten Land seine Freiheit zurückschenkt. Doch auch wenn Dave sich nun kurz vor dem Ziel wähnt, so beschleicht ihn doch gleichzeitig das dumpfe Gefühl, als hätte er seine schwierigsten Aufgaben noch vor sich. Okay, laufen wir doch mal durch die... Stopp! Kopierschutzabfrage! Um zu beweisen, dass du das Spiel wirklich rechtmäßig erworben hast, stelle ich dir eine Frage. Okay. Welcher Buchstabe befindet sich in der Spielanleitung auf Seite 3, Kapitel 7, Zeile 6, Wort 5, siebte Ziffer? Vielleicht... Hey, gleich hab ich's, echt, ich schwör. Weißt du was, lass einfach gut sein, ich lass dich durch. Wie in der damaligen Zeit so üblich, werden wir nach Buchstaben aus der gedruckten Anleitung befragt. Gut, dass ich das Spiel mit einer Spielesammlung gekauft habe, wo eine entsprechende Liste beiliegt. Dumm nur, dass ganz am Schluss, bevor wir den Abspann genießen dürfen, nach einer anderen Serie von Buchstaben gefragt werden, für die ich nicht einmal online eine passende Tabelle gefunden habe. Deshalb musste ich kurz vor Ende abspeichern und beim Weg aus Sargons Schlosstor brute-forcen. Speichern solltet ihr ohnehin regelmäßig, denn in Soul Crystal gibt es zahlreiche Arten und Weisen, wie man selbst durch trivialste Handlungen ums Leben kommen kann. Die meisten davon sind extrem schwierig vorherzusehen, aber sowohl die bildliche Darstellung als auch die zum Teil sehr detaillierten Beschreibungen von Daves Ableben sind es schon auch mal wert, den ein oder anderen Tod hinzunehmen.
Ja, man kann schon ganz gut erkennen, dass die Macher einige Inspirationen aus den zuvor erwähnten Spielebüchern gezogen haben. Auch dort gibt es zum Teil seitenlange und sehr bildliche Schilderungen über den qualvollen Tod des Protagonisten. Insgesamt war es mühsam, mehr über Avantgardistic Arts zu erfahren. Unter anderem auch deswegen, weil Soul Crystal ihr einziger veröffentlichter Titel war. Einzelne Mitarbeiter am Projekt haben noch an wenigen anderen Projekten mitgewirkt. Unter dem Namen Avantgardistic Arts kam es aber zu keiner weiteren Veröffentlichung. Der einzige Anhaltspunkt, den ich hatte, ist Markus Scheer vom Publisher Starbite. Der war später als Begründer von Art Department mit Spielen der Mohun-Reihe sehr erfolgreich. Ja, aber okay, er hat seine Strafe verbüßt und ist seither ein absolut anständiger und sympathischer Mitbürger. Boah, Markus, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ein kleines Element aus dem Spiel gab mir vielleicht doch ein klein wenig Aufschluss darüber, wer die Macher hinter Soul Crystal waren. Und das ist ein Räumchen im Keller von Sargons Schloss. Kais Folterkammer. Die Beschreibung lässt vermuten, dass es sich bei Kai um jemanden aus dem näheren Umfeld der Entwickler handelt, eventuell Kai Schulze, welcher am Spiel in verschiedenen Positionen mitgearbeitet hat. Es liest sich so, als wäre Kai ein Dungeon Master. Ich könnte mir also vorstellen, dass die Macher Freunde sind, die unter anderem gemeinsam Pen & Paper Rollenspiele gespielt und eventuell sogar Teile ihrer Abenteuer in Soul Crystal umgesetzt haben. Sie hatten eine kleine, aus einer Spielrunde entstandene Idee und diese haben sie eine Weile reifen lassen, bevor sie sie in einem Spiel umgesetzt haben. Das könnte dann auch erklären, wieso es von Avantgardistic Arts keine Spiele mehr nach Soul Crystal gab. Möglicherweise sind die Macher nach Schule und Studium einfach getrennte Wege gegangen und Avantgardistic Arts war ein Spaßprojekt, das nie für etwas Größeres als ein Spiel gedacht war. Aber das ist jetzt wiederum auch nur ein Produkt meiner Fantasie. Es ist schon Abend, da tritt Dave vor Sargons Schloss und denkt an die Abenteuer, die ihm in den vergangenen Tagen widerfahren sind. Sein Vorhaben, der heimischen Nestwärme zu entkommen, um seine Selbstständigkeit zu genießen, ist deutlich anders verlaufen, als er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Wohin der Weg ihn von hier an führen wird, ist noch unsicher, doch eines weiß er, was er erlebt hat, ist eine echt ziemlich geile Geschichte. Und mit diesen Worten kann ich dieses Video eigentlich am besten abschließen. Soul Crystal ist kein Meilenstein, in einigen Punkten noch nicht mal ein wirklich gutes Spiel. Aber zwei Punkte beherrscht es perfekt. Den Aufbau von Atmosphäre und das Anregen der Fantasie. Das, gepaart mit einer soliden Fantasy-Geschichte mit Coming-of-Age-Anleihen, macht aus Soul Crystal ein Abenteuer, welches sich Jahre später guten Gewissens weiterempfehlen kann. In Anbetracht der Gamebreaker braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr einen Walkthrough verwendet. Hauptsache, ihr könnt in die erzählte Geschichte abtauchen. So wie ich nun auch wieder abtauchen werde. Musik